Holz. Seit Jahrmillionen ist der Wald ein stetiger Begleiter unseres Planeten. Er schenkte uns Holz und das Leben. Um keinen Rohstoff dieser Welt ranken sich mehr Geschichten und Mythen. Nichts verbindet die Menschen mehr als die Liebe zum Holz. Und doch zerstören wir diese Grundlage allen Lebens. In einer Zeit voller Party, Saufen, Drogen, Feiern, Exzesse braucht man etwas, das einen erdet. Die Rap-Gruppe 257ers haben es gefunden. Lernen wir nun die Menschen hinter den Kunstfiguren Mike und Schniesen kennen. Ihr Weg nach oben, der ohne ihre tiefe Verbundenheit zum Holz niemals möglich gewesen wäre. Die 257ers und ihr Holz. Aber was finde ich toll an Holz? Was findet man nicht toll an Holz, ist da, glaube ich, viel mehr die Frage, weil wir sind doch alle Teil der Natur und irgendwie ist Holz der schon ewig dagewesene Bestandteil von allem. Also selbst wenn Holz vermodert und in der Erde jahrelang unter Druck, werden daraus dann Diamanten. Vorher wird Kohle raus, die man auch nutzen kann. Also wie kann man Holz nicht lieben? Verstehe ich nicht. Ja, ich fühle mich einfach gut, wenn ich Holz an mir trage, wenn ich Holz bei mir habe, wenn ich auf Holz laufe, wenn ich Holz benutze, wenn Holz mich umgibt, bin ich einfach glücklich. So, ich fühle das einfach, das kann ich schwer beschreiben. So, es ist einfach, Holz ist einfach ein Werkstoff, der mich glücklich macht. So, also, und ich merke das auch. Das hat eine Energie, die ich spüren kann, auf jeden Fall. Woher kommt diese unbändige Liebe zum Holz, diesem wunderbaren Rohstoff, dem Ursprung ihres Glücks? Begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit von Michael und Daniel, lange bevor sie die 257ers wurden. Schon als wir als Kinder im Wald schon spielen waren, habe ich halt schon immer mich ein bisschen mehr für die Pflanzen und Bäume interessiert. So. Also war schon immer so ein Pflanzen- und Bäume-Typ, war ich schon immer. Und da habe ich halt dann auch die Liebe zum Holz entdeckt, sage ich jetzt mal. Ich habe mir mal einen Splitter in den Finger gehackt, als wir im Wald gespielt haben. Meine Mutter wollte mir einen Splitter rausziehen, damit er sich nicht entzündet. So. Und ich wollte das aber nicht. Ich war fest davon überzeugt, schon als Kind, dass das Holz diese Verbindung mit mir eingehen wollte. Und ich wollte verbunden mit dem Holz bleiben. Ich dachte, das wäre Schicksal. Ich dachte, der Splitter muss drin bleiben. Und es hat sich dann heftig entzündet. Bei mir hat das angefangen mit Hacksaw Jim Duggan. Ich war großer Wrestling-Fan und er hatte immer dieses 2x4-Holz dabei. Einfach so ein Kantholz, fand ich erst auch total bescheuert, aber hat schon Sinn gemacht, so im Laufe seiner Karriere. So. Ja, sonst halt Cartoons wie Woody Woodpecker. Ich fand die Gummibären mega klasse, die haben halt in einem Baum gewohnt. So. Das wollte ich als Kind auch immer mit so Geheimgängen und so. Also Holz war immer da. Einfach, also die Anekdoten an sich gab es gar nicht, weil Holz ein ständiger Begleiter war. Lasst euch verzaubern von ihrem Geheimnis. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Er ruppelt und macht und gebe gut ab, bevor es überrollt. Viele Filme aus den Jugendtagen der Band drehten sich um Holz. Holz war einfach überall. I am your father. Ja, also meine Jugend war nicht anders als die Jugend von anderen Teenies auch so. Ich habe ganz normal Filme geguckt. Forrest Gump, hier Herr der Ringe mit Elijah Wood waren gut. Da waren diese Bäume in den Filmen, die fand ich super. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt wirklich baumaffin oder holzaffin in dem geguckt habe. Okay, Schwarzwaldklinik war auch eine meiner Lieblingsserien. Ich hatte eine ganz normale Fernseh- und Medienjugend, nicht anders als ein anderer Jugendlicher auch. Ja, bei mir war es, also tatsächlich in der Familie hatte ich, wie gesagt, kein Problem mit Holz, aber in der Pubertät war es so, dass viele, also ich war schon ein Sonderling, so, ich hab, also die haben das nicht so richtig verstanden. Ich hatte einen Freund, den Waldemar, wir haben so Staudämme und so gebaut und haben dann aber abends die Hölzer wieder aus dem Wasser geholt, weil wir dachten so, die müssen ja Sauerstoff haben. Ich habe dann irgendwann auch erst spät angefangen, Filme zu gucken, dann waren dann so Filme wie La Haine, aber den habe ich nicht verstanden.
Auch an Weihnachten war Holz ein wichtiger Bestandteil der Feierlichkeiten zu Hause. Von Generation zu Generation wurde in Michaels Familie zum Weihnachtsfest das Lied Holz in seiner ursprünglichen Version gesungen. Ich um mein Holz. Und der Schneemann heute ist aus Holz. Ich um mein Holz. Ja, das mit dem Weihnachtsholzlied ist halt so eine Sache. Ich kenne es halt schon seit meiner Kindheit. Es wurde halt zum Beispiel bei Mike zu Hause, wurde es immer gesungen so. Seitdem er klein ist, wurde das Lied bei den Weihnachten gesungen. Viele andere Kinder aus meiner damaligen Kindheit so, da haben das immer zu Hause gesungen zu Weihnachten. Meine Eltern wollten das halt nicht so, weil es bei mir halt so extrem ausgeprägt war mit dem Holz, dass sie halt Angst hatten, dass ich da in so eine Xylophilie reingerate, und das wollten die halt auch nicht. So oft bin ich dann halt am zweiten Weihnachtstag einfach zu Mike rüber, und dann haben die es dann halt extra auch nochmal für mich gesungen, weil die halt wussten, dass ich zu Hause nicht singen darf. Auf dem Dachboden habe ich alte Notenblätter gefunden von meinem Opa. Die Noten haben nicht gestimmt, er konnte gar keine Noten lesen, aber es waren jetzt, der Text war da und ich konnte mir dann meinen Teil dazu denken. Die Noten waren gleich irgendwie da, die waren halt einfach irgendwie in mir. Okay, klar war das der Grundstein für das Lied Holz auf unserem Album. Die Weihnachtsnoten hatten wir, ich weiß den genauen Zeitraum jetzt gar nicht, irgendwann 10 oder 15 Monate vor Weihnachten gefunden. Und was sollen wir dann damit, weißt du? Wir haben uns dann natürlich überlegt, erstmal jetzt eine normale Holzversion zu machen. Es schien, als hätten die 257ers ihr Glück gefunden. Sie hatten alles. Geld, Frauen und Holz. Doch es sollte nicht für immer so weitergehen. Daniel war all dem nicht gewachsen. Seine Liebe zum Holz wurde zur Besessenheit. Ja, wie hat sich Schniesens Sucht geäußert? Also erst hat sich die ganz normal noch lösen lassen durch Baumärkte und das, was die da haben, Presssparen und also wirklich so ganz normale Vierkanthölzer. Also ich glaube eher, dass das Problem war, dass er immer exotischer werden wollte. Er wollte dann Hölzer von irgendwelchen Gipfeln in Tibet. Und wenn man dann halt das Erfolgserlebnis nicht hat, das kann einen schon niederschmettern. Anfangs habe ich erstmal gedacht, das wäre gar keine Sucht. So. Ich hab gedacht, das wäre der Neid der anderen. Die sind einfach neidisch aufs ganze Holz. Die wollen einfach mein Holz, habe ich gedacht. Aber dann irgendwann wurde mir halt klar, so, da kam ich halt dann auch irgendwann zur Selbsterkenntnis. Ich musste halt auch einfach resignieren, dass das nicht mehr so weitergehen kann. Viele Leute haben mir geholfen. So. Auch der Gildo hat mir gut geholfen, da wieder rauszukommen. Der Mike stand mir immer bei. Aber im Endeffekt war es echt dumm, so weit, das alles so weit kommen zu lassen. Das war mein eigener Fehler, das einfach so weit kommen zu lassen mit dem ganzen Holz. Aber trotzdem würde es wahrscheinlich wieder tun. War dies das Ende der Band? Sollte die enge Freundschaft der beiden, die mit Holz begann, nun auch durch Holz ihr Ende finden? Wie konnte das, was Mittelpunkt ihrer Leben war, sie nun so weit auseinanderbringen, dass an eine gemeinsame Zukunft nicht mehr zu denken war? Michael hat mich angerufen und hat gesagt, dass Daniel jetzt noch viel mehr ein Problem damit hat, auch so Holz sich verinnerlicht. Also dass es da wirklich dann der war auf dem Holzweg, da ging wirklich auch gar nichts mehr. Und dann haben wir ja viel hin und her überlegt letztendlich, ich war früher unterwegs auch im Orient, Brasilien. Und da habe ich diese Methode kennengelernt und habe gesagt, schick mal den jungen Freund dann mal vorbei und wir schauen mal, ob wir das wieder auf den Weg bringen, dass wir da irgendwie noch so ein bisschen Korrekturen, man kann es nicht ganz dann beseitigen, sondern man muss dann, also ich verstehe mich auch selber als so ein gesellschaftliches Regulativ, so im Gefüge Mensch, also Organismus dann, also sprich Semikolon, Daniel. Ja, er hat versucht, mich erstmal so mit ruhigen Gesprächen runterzubringen, aber dann hat er mich überzeugen können von so einer Technik. Der hat brasilianisches Holz-Yoga, es ist eine super Sache. Hat mich erstmal wieder runtergebracht auf den Boden, also wirklich auf den Laminatboden der Tatsachen zurückgeholt. So. Ich lebe echt wieder ein glückliches Leben mit Holz, ohne es zu übertreiben, und hier und da vielleicht mal einen Tacken zu viel, aber immer noch so, dass es okay ist. Mittlerweile sind Holz und ich wieder im Reinen. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann mit Gildo perfektioniert und auch jetzt übernommen. Und vor jedem Auftritt wird halt auch nochmal so eine kleine Yoga-Session eingelegt. Das sind dann die 5 Holz-Chakren, die man dann auch so, also zum Beispiel das hier, das ist jetzt die Hand, also
Und dann muss man auf die Holzchakren und dann Zweig, Verästelung, Wiedergeburt und dann Stamm und dann Frucht. Das hat dann, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und wir konnten das dann auf so reduzieren, dann auf ein gewisses Maß. Ja, und das hat mir halt auch die nötige Energie gegeben, wieder ins Studio zu gehen und was Geiles zu schaffen. So, wir hatten eine lange Schaffenspause durch die ganze Holzgeschichte. So. Klar, da ist viel passiert bei uns, aber das hat mir dann wirklich wieder die Kraft gegeben, wirklich weiterzumachen und was zu schaffen. So haben wir uns hingesetzt, das Album gemacht und Mikrokosmos ist ein Meisterwerk geworden und das verdanke ich Holz. Ich habe mal Schniesen sagen hören, dass es eine Hymne für die Welt werden soll. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich so... es wäre sehr schön, wenn alle Menschen sich so öffnen würden, aber ich tatsächlich, also das ist ähnlich wie bei Hunden oder Tieren an sich. Wer Tiere liebt, kann kein schlechter Mensch sein. Und wer Holz liebt, auch nicht. Und dafür gibt es halt leider auch noch zu viele Kriege und so. Und dementsprechend halt zu viele schlechte Menschen auf der Welt. Wo ich jetzt nicht behaupten würde, dass das bei jedem Anklang findet. Aber vielleicht ist es ein Weg in die richtige Richtung, wie halt damals die Bewegungen, die Hörnchen mitgemacht hat in den 68ern oder die Demonstration gegen Castortransporte und so. Wenn die Leute sich halt mal mehr Holz auf die Fahne schreiben würden. Und ich meine, wenn jeder sein Hölzchen zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat, dann gäbe es halt auch keine Kriege. Holz wird für immer überdauern. Auch wenn der letzte Wald zerstört wurde, wird irgendwo auf diesem Planeten ein neuer Baum wachsen. Und selbst wenn der Mensch nicht mehr existiert, wird Holz noch für weitere Jahrmillionen unseren Planeten zu einer besseren Welt machen. Durch den unermüdlichen Einsatz von Menschen wie den 257ers wird der Menschheit wieder vor Augen geführt, wie wichtig Holz für jeden Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft als Ganzes sein kann. Holz ist für die Ewigkeit. Holz ist Ewigkeit. Und Seligkeit. Amen. Ja, tatsächlich war das der Grundstein natürlich. Wir hatten noch, ich weiß gar nicht, es waren glaube ich bestimmt 10 oder 15 Monate, bis Weihnachten wieder da war. Boah, das muss ich nochmal neu machen, weil das so eine bescheuerte Rechnung ist. Feier ich halt. Ja, ich weiß, aber ich musste selbst lachen, Alter. Aus mir ist ein gestandener Mann geworden, sag ich jetzt mal, ne? Also, ein Baum. Meine Kindheit war nicht anders als die Kindheit, meine Jugend war nicht... Die Weihnachtsnoten hatten wir, ich weiß nicht genau, wann gefunden. Ich meine, es waren also 10 oder 5. Delicious hält sich das Blatt auf einmal höher und so. Es wurde immer mehr, also wir haben... Und das hat auch nicht... Das ist ja auch ein großes Problem auf dem Planet, dass immer mehr Menschen unter dieser Holzsucht leiden. Und es gibt auch viel zu viele Holzköpfe. Ja, und nach und nach haben die mein ganzes Holz weggenommen. Die haben mir einfach mein ganzes fucking Holz weggenommen. Ich hatte nichts mehr. Selbst das Laminat haben die ausgetauscht und scheiß Vinylboden. So, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich meine 10 oder 15 Monate. Das ist so ein Scheiß. Oh, fick meine Mutter.